Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem DLMG Unboxing Channel. Heute schauen wir uns von Elgato die 4K60 Pro MK2 Capture Card an. Ich schalte euch einmal um. Auf der Vorderseite sehen wir einmal die Karte selber abgedruckt und eigentlich die Hauptdaten, sprich 4K60 HDR, sprich 4K Auflösung mit bis zu 60 Pixel. 4K Auflösung mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde kann sie aufnehmen. Wir haben einen 240 Hertz Pass-Through, sprich die Karte hat ja einen Input und einen Output und kann das dann durchgeben bis zu 240 Hertz. Das Ganze befindet sich im Low Profile Standard, sprich auch in kleinere Gehäuse wird das Ding reinpassen. Und wir haben den Instant Game View. Auf der Rückseite sehen wir nochmal das Produkt. Von dem eingebauten Zustand und hier, wie gesagt, der In und der Out vom HDMI. Hier steht immer genau, was man braucht. Windows 10, 6. Generation Intel Core i7 CPU, sprich ein 6000 irgendwas. Oder ein AMD Ryzen 7. Das Ganze mit einem GeForce GTX 10000 oder besser. Wichtig ist, ihr braucht einen freien PC Express 4.0 oder einen 8 bzw. 16-fach Steckplatz mit mindestens 4er Anbindung. Mit einem 1er Steckplatz, der offen ist, wird das Ganze nicht funktionieren. Oder ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, vielleicht nur in niedrigeren Auflösungen. Ja, auf der Seite steht eigentlich nichts mehr drauf. Ja, hier steht noch was drin ist. Wir haben die Karte, wir haben zwei verschiedene Brackets und wir haben ein HDMI-Kabel. Ui, da bin ich mal gespannt. Da kommt man nicht so toll rein. Na komm. So. Okay. Uns begrüßt eine aufklappbare Box. Cool. Ich sehe was. Wir haben einen Case Badge. Sogar aus Metall. Cool. Der soll, glaube ich, eigentlich hier sein. Wir haben direkt das Herzstück, die Capture-Karte. Wir haben hier das Low-Profile-Bracket, sprich in kleinere PCs, gerade so Mini-ITX-PCs meistens. Die sind oft in dieser Bauform. Das finde ich echt ganz cool. Kann man es umbauen. Wir haben wieder eine Anleitung. Hui! Und ein HDMI-Kabel. In dem Fall supports HDMI 4K 2K, sprich ein normales HDMI 2.0 Kabel. So wie das aussieht, von der Länge ca. 1,5 bis 2 Meter. Dann haben wir hier einmal die Karte. Wie es gehört, in antistatische Folie. Hinten ruckelt es ein bisschen. Süß. Schwarzes PCB. Tatsächlich mit extrem viel Technik drauf. Hinten zu. Kann man jetzt auch nicht wirklich reingucken, ob ein Kühler sowas sieht, aber wahrscheinlich ist das schon ein Kühler drin. Und hier ist dann unser HDMI-Eingang, unser HDMI-Ausgang. In dem Fall natürlich HDMI 2.0. Schön. Ich nehme mal Elgato. Cooles Teil. Was steht hier noch? Mit diesem die Modellnummer. Und hier seht ihr auch, das ist der wichtige Punkt. Ich hole mal kurz eine andere Karte. Zum Beispiel hier eine USB-Karte, die jetzt drauflegt, sieht man den gewissen Unterschied, wenn es um die PCI-Bandbreite geht. Das ist ein Vierfach, das hier ist ein Einfach. Sprich, wenn ihr nur so einen Slot zur Verfügung habt, wird diese Karte nicht reinpassen. Ja, soviel zum Unboxing der Elgato 4K60 Pro Capture Card. Die ganze werde ich jetzt einbauen, testen und dann wird man sehen, ob das Ding was taugt oder nicht. Sollte euch das dann
gefallen haben, schaut doch gern in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr das Hauptvideo, sobald dieses online ist. Alternativ bei Instagram und bei YouTube oben auf alle Links klicken. In der Bio bzw. auf Linktree bei Instagram. Da findet ihr dann alle Kanäle nochmal und dann auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.